Schopenhauer, Wissen und Glaube. Im Karneval italienischer Städte sieht man zwischen den Leuten, die nüchtern und ernst ihren Geschäften nachgehen, tolle Masken herumlaufen. So sehen wir heutzutage in Deutschland zwischen den Philosophen, Naturforschern, Historikern, Kritikern und Rationalisten fromme Gläubige herumschwärmen. Im Gewande einer schon Jahrhunderte zurückliegenden Zeit. Die, welche glauben, dass die Wissenschaften immer weiter fortschreiten und sich mehr und mehr verbreiten können, ohne dass diese Religion berühre, sind in einem großen Irrtum befangen. Religionen sind Kinder der Unwissenheit, die ihre Mutter nicht lange überleben. Omar hat es verstanden, als er die alexandrinische Bibliothek verbrannte. Seine Begründung war, wenn der Inhalt aller Bücher im Koran enthalten ist, dann sind die Bücher überflüssig. Und ist ihr Inhalt nicht im Koran enthalten, dann sind sie doppelt überflüssig. Das mag albern klingen, ist aber sehr gescheit. Denn wenn die Wissenschaften über den Koran hinausgehen, so werden sie zu Feinden der Religion und sind daher nicht zu dulden. Es stände viel besser um das Christentum, wenn die christlichen Herrscher so klug gewesen wären wie Omar. Jetzt aber ist es zu spät, um alle Bücher zu verbrennen und die Universitäten zu schließen, um die Menschheit dahin zurückzuführen, wo sie im Mittelalter stand. Heutzutage versuchen sich die Völker des Rochs, Jochs des Glaubens zu entledigen und den Glauben abzuschütteln. Und was ist die Ursache? Dass zu viele Wissen, welches unter die Leute gekommen ist, den Glauben und Wissen vertragen sich nicht wohl im selben Kopf. Sie sind dann wie Wolf und Schaf in einem Käfig. Und zwar ist das Wissen der Wolf, der das Schaf, den Glauben, aufzufressen droht. In ihren Todesnöten klammert sich die Religion an die Moral, für deren Mutter sie sich ausgeben möchte. Aber mitnichten. Echte Moral ist von keiner Religion abhängig. Obgleich jede Religion die Moral sanktioniert und ihr dadurch eine Stütze gewährt. Zuerst aus den mittleren Ständen vertrieben, flüchtet das Christentum sich in die niedrigsten Stände und in die höchsten, wo sie zur Sache der Politik wird. Jedoch ist der Glaube wie die Liebe. Er lässt sich nicht erzwingen. Daher ist es ein missliches Unternehmen, ihn durch Staatsmaßregeln festigen zu wollen. Denn wie der Versuch, Liebe zu erzwingen, Hass erzeugt, so erzeugt der aufgezwungene Glauben erst recht Unglauben. Der Glaube, um zu gedeihen, braucht ein gutes Erdreich. Und ein solches ist die Unwissenheit. Daher hat man schon seit alten Zeiten dafür Sorge getragen, das Volk unwissend zu halten. Doch sobald die Regierung den Volksunterricht dem Klerus aus den Händen nahm, ging es mit dem Glauben bergab. Also geht das Christentum allmählich seinem Ende entgegen. So wie die Religion der Griechen, Römer und Germanen untergegangen ist.
Die buddhistische Religion jedoch wird weiter bestehen, da sie der Wirklichkeit am nächsten kommt und nicht auf frommen Legenden gegründet ist.